Hallo liebe Freunde, in diesem Video wird erläutert, wie Sie einen bootfähigen USB-Stick für die Installation von Windows 10, 8 oder 7 erstellen. Dieser Vorgang ist erforderlich, wenn auf Ihrem PC, Laptop oder Netbook kein DVD-Laufwerk vorhanden ist oder wenn es Leistungsprobleme gibt, mit denen Sie kein Laufwerk mit dem Installationsprogramm haben. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten und Programme, um dies zu tun, aber ich werde nur die offiziellen Methoden zum Erstellen eines bootfähigen USB-Sticks verwenden. Ich möchte darauf hinweisen, dass sie auch die einfachsten sind. Der erste Weg. Alles, was Sie zum Erstellen eines bootfähigen USB-Sticks benötigen, ist ein Computer mit einer UEFI-Schnittstelle anstelle des BIOS und des Systemabbilds. Es ist erwähnenswert, dass alle modernen Computer UEFI unterstützen. Nun gehen wir in den Explorer, klicken mit der rechten Maustaste auf den USB-Stick und klicken auf Formatieren. Achten Sie darauf, das Dateisystem anzugeben, FAT32, wählen Sie Schnellformatierung und klicken Sie auf Start. Wir sehen ein Warnfenster, dass alle Daten zerstört werden. Klicken Sie auf OK und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Öffnen Sie anschließend die Diskette oder das ISO-Image mit dem Distributionspaket als Explorer. Kopieren Sie die Image-Dateien auf den USB-Stick und warten Sie, bis der Kopiervorgang abgeschlossen ist. Nach Abschluss des Kopiervorgangs ist Ihr bootfähiger USB-Stick bereit. Als nächstes starten wir den PC neu, gehen zu UEFI, starten vom USB-Stick und installieren das benötigte Betriebssystem. Die zweite Methode ist relevant, wenn Ihr Computer über eine BIOS-Schnittstelle anstelle von UEFI verfügt. Um einen bootfähigen USB-Stick zu erstellen, benötigen Sie das offizielle Programm von Microsoft, das Windows 7 USB DVD-Download-Tool. Der Download-Link befindet sich in der Beschreibung. Seien Sie nicht beunruhigt, dass der Titel nur Windows 7 enthält. Dieses Programm ist auch für Windows 8 und 10 relevant. Führen Sie daher zunächst das Programm aus. Der erste Schritt besteht darin, die benötigte System-Image-Datei auszuwählen und auf Weiter zu klicken. Der zweite Schritt. Wählen Sie den Medientyp aus, den benötigen, das heißt USB-Device. Der dritte Schritt besteht darin, unser USB-Stick aus der Liste aller Geräte auf dem Computer auszuwählen, in meinem Fall Laufwerk M, und auf Begin Copying zu klicken. Wir sehen ein Warnfenster, dass alle Daten vom USB-Stick gelöscht werden. Wenn sich auf diesem Laufwerk keine wichtigen Dateien befinden, klicken Sie auf Erase USB Device und bestätigen Sie erneut, dass das Programm alle Dateien löscht. Warten Sie, bis die Dateien auf Ihr USB-Stick kopiert wurden. Nach Abschluss wird die Meldung Backup completed angezeigt. Das heißt, dass der bootfähige USB-Stick bereit ist und kann jetzt verwendet werden. Die dritte Möglichkeit besteht darin, über die als Administrator gestartete Befehlszeile einen bootfähigen USB-Stick zu erstellen. Die Vorteile dieser Methode bestehen darin, dass Sie keine zusätzlichen Programme herunterladen
und verwenden müssen. Zum Beispiel haben Sie keine Möglichkeit, auf Internet zuzugreifen und USB-Stick sowohl im BIOS als auch in UEFI funktioniert. Klicken Sie zunächst mit der rechten Maustaste auf das Startmenü und führen Sie die Befehlszeile als Administrator aus. Geben Sie als nächstes den Befehl Diskpart und dann ListDisk ein. Aus der Liste aller auf dem Computer installierten Datenträger suchen wir nach unserem USB-Stick. In meinem Fall ist das Laufwerk und geben Sie den Befehl SelectDisk ein. Das heißt, alle nachfolgenden Vorgänge werden mit diesem bestimmten Laufwerk ausgeführt. In diesem Stadium müssen Sie sehr vorsichtig sein, da alle Daten vom ausgewählten Laufwerk gelöscht werden. Geben Sie als nächstes den Befehl Clean ein, das heißt, wir führen eine vollständige Bereinigung der Partitionstabelle für USB-Stick durch. In meinem Bericht wird angezeigt, dass die Datenträgerbereinigung erfolgreich war. Erstellen Sie nun mit dem Befehl Create Partition Primary eine Partition auf diesem USB-Stick und geben Sie Select Partition 1 ein. Das heißt, wählen Sie diese Partition aus. Wir aktivieren es mit dem Befehl Active, formatieren den USB-Stick im NTFS-Format mit dem Befehl Format FS gleich NTFS Quick und warten, bis die Formatierung um 100% abgeschlossen ist. Weisen Sie mit Assign Letter gleich einen Laufwerkbuchstaben zum Beispiel zu und beenden Sie Diskpart mit dem Befehl Exit. Schließen Sie als nächstes die Befehlszeile und kopieren Sie die Dateien wie in der ersten Methode vom Image auf den USB-Stick. Nach Abschluss des Kopiervorgangs ist der bootfähige USB-Stick bereit. Die vierte Möglichkeit besteht darin, mit dem Windows Media Creation Tool einen bootfähigen USB-Stick für Windows 8 oder Windows 10 zu erstellen. Download-Links finden Sie in der Beschreibung unter dem Video. Alles, was Sie brauchen, ist ein funktionierender Windows 8 oder 10 USB-Stick mit einer Größe von mindestens 4 GB und dieses Dienstprogramm. Ich werde am Beispiel von Windows 10 tun. Schließen Sie zunächst den gewünschten USB-Stick an den Computer an und führen Sie das Programm aus. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung. Wählen Sie Installation erstellen. Wir verwenden die erforderlichen Parameter oder die empfohlenen Parameter für diesen Computer. Wählen Sie USB-Stick, klicken Sie auf den gewünschten USB-Stick und klicken Sie auf Weiter. Danach beginnt der Erstellungsprozess eines bootfähigen USB-Sticks. Nach Abschluss des Vorgangs ist der bootfähige USB-Stick bereit und Sie können es verwenden. Beim Testen all dieser Methoden auf einem HP DC7800-Computer ist das folgende Problem aufgetreten. Das BIOS hat den USB-Stick erkannt und Windows hat es gestartet, aber es hing im allerersten Fenster. Ich konnte dieses Problem erst lösen, nachdem ich das BIOS auf meinem Computer auf die neueste Version aktualisiert hatte. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal und Daumen hoch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.